Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Stress hier in dieser Höhle. Und der Spark-Freund wurde mitgenommen. Um es freundlich auszudrücken. Und wir müssen das da kaputt machen. Das ist unser heutiges Ziel. Zeit für die Rettung! Bah. Da ist der Spark. Ich sehe schon, ich werde Reichweite brauchen. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Man muss auf die Unempfindlichkeiten und Empfindlichkeiten achten. Der Sniper ist empfindlich gegen Feuer. Mit der Taktik-Helm soll ich das natürlich vorher überprüfen. So, jetzt brauche ich erstmal Reichweite. Das heißt, wir kriegen die Mario Brothers. Sonst funktioniert hier gar nichts. Ah, ich sehe schon. So, dann mache ich mir den Angriff für. Das hätte ich vielleicht als erstes machen sollen. So, zack und zack. So, Bruder, du bist dran. Normal Angriff sollte reichen. So, dann machen wir noch den Eisenblick. Ich bin bereit, den Erstbesten wegzuschießen. Ich könnte Gluto noch draufpacken, aber ich lasse es mal. Die bewegen sich ja gar nicht, wenn ich nicht in Reichweite bin. Und dann kann ich die beiden da vorne doch wegsnipen, mit Glück. Komm, Knöpfchen drücken. Ist doch klar, wofür der ist. Nämlich für Feld. Let's go! Ich bin bereit. Ich treffe so oder so nicht. So, tschüss. Dich nutze ich jetzt aus. Mein lieber Bruder. Tschüss. Und den Blick aktivieren. Falls sich einer von denen bewegen möchte. Der will sich eventuell bewegen. Oder auch nicht. Okay, ich drück den Knopf. Dann aktiviere ich die Turboladung. Und dann ist Snippy einen von denen weg. Wee.
So, die sollten nicht treffen können. Rebel Peach wäre hier vielleicht auch ganz praktisch gewesen. So, ich will nur den Knopf drücken. Schade, ich komme gerade so nicht dran. Vielleicht komme ich so ja dran. Ja, und ich kann mich sogar noch verstecken. So, in dich kann ich einmal reintreten. Kann ich die Sicht auch perfekt ausnutzen. Es besteht eine 50% Chance, dass ich den treffe. Ludo! Und dann einfach hoffen, dass ich treffe. Ja! Ich glaube, der mag das Feuer nicht. Zwei ausgeschaltet. Keine Sorge, Sparky, wir retten dich. Ich weiß nicht, wie der wirklich heißt. Ach, da sind auch nochmal zwei von denen. Ich weiß nicht, ob ich mit Mario auch in den reintreten kann, aber ich stelle mich auf jeden Fall erstmal da vorne hin. Ne, mit Mario kann ich nicht reintreten. Aber ich kann ihn zum Umbieten. So, Luigi, du regelst das. Wer auch immer sich von euch bewegt, der kriegt einen ab. So, hier ist die Bahn jetzt wieder da. Luigi kann sich noch bewegen, ne? Ja, ich will ihn nur eben kurz für einen Sprung ausnutzen. So, die Turboladung aktiviere ich hier. Ein Treffer noch, dann ist er tot. Tschüss. Wir haben ihn gerettet. Hey!
glaube, wir haben einen neuen Freund. Ich dachte erst, vom... Der Char vom Cover wäre böse. Offenbar nicht. Sollten wir einen gewaltigen Vorteil erhalten. Achso, da ist ein Weibchen. Ah, jetzt darf ich drei nutzen. Rebella. Ich kämpfe ja auf jeden Fall gegen viele. Protektorion hat er dabei. So, Mario, darfst den hier mitnehmen? Den Originalen gegen den Hasen getauscht. Let's go, würde ich sagen. Natürlich mit vollem Leben. Sehen wir es durch. Was hast du denn da für eine Fähigkeit? Sturmklinge. Okay. Der kämpft mit Klinge. Macht das einen Unterschied jetzt hier, ob ich den Kreis richtig treffe? Zack. Oh, das ist ja richtig stark. Vor allen Dingen, wenn man genau am dem Ende von der Attacke steht. So, ein bisschen näher rangehen. Ich schieße schon mal einen von denen weg. Und sag mal, die sind dran. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der Spark von Rebella kann. Aber wir haben einen neuen Verbündeten. Das ist doch was Gutes. Seht mal, das was ist das denn? Portale zu sein. Schnell, zerstört sie. Es werden sicher bald noch mehr Gegner auftauchen. Wenn ich drankomme? Warte mal. Nee, falsche Taste. Was magst du denn nicht? Okay, der ist auf Angreifer fixiert. Und die Elemente jucken den nicht. Ich kann es ja trotzdem aktivieren. Ist ein bisschen mehr Schaden. Diese Klinge, die hat eine echt kurze Reichweite. So, zack. Aber Rebella ist auf jeden Fall sehr stark. So, was macht ihr Spark eigentlich? Ah, okay, weniger Schaden für Verbündete in Reichweite. Ja, mach ich mal. So. Bin bereit für einen Gegenangriff. Keine Reichweite. Doch, du. Na los. Aua. Oh.
Nicht getroffen. Ist das dieser Perfekto eigentlich nur von den Bildern? Da kommt nur ein Gegner raus, darum macht das so eine Krise. Sollte mittreffen. So, Rebella. Dann zeig mal, was deine Sturmklinge kann. Wenn die in Reichweite kommen, dann wird, dann greift sie an. Autschen. Komm, Fokus und mich mal. Das ist nicht erlaubt. Na los. Kann ich dir wieder aufhelfen? Ist das erste Mal, dass einer von unseren Chars umfällt? Die knie ich jetzt erstmal so weg. Und dann mache ich den da weg. Okay, der hat ja eh keine Reichweite, ne? Da sind schon wieder zwei von diesen ekelhaften Portalen. Am besten gerade so in Reichweite stehen. So, bei dir nutze ich auf jeden Fall gleich erstmal einen Pilz. Luigi. Und dann schieße ich ihn in den Rücken. Oh nein. Es liegt alles an Rabbit Mario. Welchen Spark nutzen müsste das möglich sein? Ja. Ball um. Der lebt noch ganz knapp. Sollte ich aber überleben. Gerade so. Okay, ich kann ihn nicht wieder aufhelfen. Zack. Ja, du bist endcool.
Können wir den als Boss abhaken? Ich denke schon. Furchteinflößende Fremde. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass uns der Spark zum Leuchtturm begleitet. Erst wenn wir den Leuchtturm-Tentakel zerstört haben, können wir Warp-Tunnel erzeugen, die uns zu anderen Planeten und letztendlich zu Misera führen. Funkel heißt der kleine Spark. Ich kann den Leuchtturm für euch öffnen. Pass auf, wir treffen uns dort. Oh, Binga Binga Bonga, Baby! Ihr habt den Spark? Bringen wir ihn zum Leuchtturm. Du schon wieder die Sparkjägerin! Keine Sparkjägerin. Keine Sparkjägerin, ich bin Rebella. Klasse! Rabbit Rebella, willkommen in... Rebella. Nur Rebella. Raumschiff, hm? Ihr habt ein Raumschiff, hä? Wie wäre es mit einer Fluggelegenheit? Ist ja nicht so, dass ihr keine Hilfe braucht. Apropos Hilfe. Ich glaube, wir sollten langsam anfangen, drei Helden an vorderster Front aufzustellen. Wer übernimmt die erste Schicht? Ja, das finde ich generell besser. Jetzt kann ich mit drei Leuten gleichzeitig kämpfen. Das ist wesentlich angenehmer. Also Rebella ist ends cool. Oh, so viele Sternteile. Was ist denn das für ein rotes Zeug? Ach, Erdbeeren. Komm, wir machen den Goomba da oben noch fertig. Rebella müsste perfekt dafür sein. Ich habe mir bisher noch gar nicht angeguckt, was die für Fähigkeiten hat. So, Luigi tauschen wir gegen Peach, weil ich will hier einfach nur die Flächenangriffe. Das sind nur Goombas. Wenn ich aus dem mächtigen Winkel treffe, dann sind sie ja sowieso hinüber. Keine Chance. Da treffe ich alle vier. Sonst noch wer? So, kommt in meine Reichweite. So, ich will darüber. So, zack. Sobald Peach ein bisschen näher ist, mache ich die andere Fähigkeit hier. So. Barriere. Und mach den Angriff mal höher. Ich weiß, das hätte ich direkt zu Anfang machen sollen. Ah, passt so, ja. Die Gumbas sind eh kein Problem. Kann ich auf deren Schutz eigentlich scheißen? Nee, das Schwert, das kommt dann weg. Das habe ich bestimmt zensiert. Ja, Goomba-Jagd abgeschlossen. Und hier, das Teil können wir mitnehmen. Okay, gut. Wir haben eine Erinnerung zu Augie bekommen. Wo war denn hier die Person, die überhaupt erst hier von mir wollte, dass ich die Goombas abschlachte?
Grüne Münzen-Herausforderung. Ich glaube, die war direkt am Anfang, die Person. Leute, diese Wandmalerei hier haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Im Alter von 10 Jahren war Augis Bruder der Schutzgott der mühelosen Siege, der epischen Liebesgedichte und der prächtigen Bauchmuskeln. Ach, dieser Perfektus. Scheinbar ist der Gumba-Typ offenbar nicht mehr da. Ich habe die Münze offenbar direkt erhalten. Keine Ahnung, ist ja jetzt eigentlich auch egal. Ja, Leute, wenn euch der heutige Part gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!